A Rogue Escape ist für 19,99 € im Oculus Quest Store erschienen und neben meinem ersten Eindruck bekommt ihr heute die Möglichkeit, dieses Game auch zu gewinnen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erkläre ich euch später im Video. Wollt ihr weitere Reviews und Tests zu allen Games auf der Oculus Quest sehen, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch alle Games alphabetisch hinterlegt, sodass ihr euch immer einen perfekten Eindruck verschaffen könnt, bevor ihr Geld im Oculus Quest Store ausgibt. Wollt ihr darüber hinaus nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube, denn in der Zockstube bekommt ihr alle Informationen, Reviews und Tutorials zu eurem Lieblings-Virtual-Reality-Headset. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu A Rogue Escape. So, da lädt A Rogue Escape, made with Unity, made with love. Was auch immer, ein Escape Game, so wie ich es verstanden habe. Also geht es jetzt gleich ums Rätseln und ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einrichten, dass ich wie blöd einfach nicht klarkomme. Okay, wir sind jetzt hier irgendwie in einem Raum. Das Spiel weist dann auch darauf hin, dass man 2x2 Meter Room Scale haben muss. Das wird hier bei mir relativ knapp. Also hier hinten an den Hebel komme ich nicht ganz ran. Muss gleich mal gucken, ob wir auch noch. Haben wir hier irgendwie eine Teleportmöglichkeit? Sieht nicht so aus. Müssen wir mal gucken. Deutsch. Deutsche. Haben wir Deutsche eingestellt? Deutsche ausgewählt. Gedrückt. Neueste Mitteilung, Aufzug zu den königlichen Ställen, Errungenschaften. Neueste Mitteilung. Flüchtlinge der Arbeiterklasse entdeckt, letzter bekannter Vektor in Richtung der königlichen Ställe. Bei Kontakt müssen die Behörden benachrichtigt werden. Dann können wir Aufzug zu den königlichen Ställen. Aufzug zu den königlichen... Okay, Aufzug wird eingeleitet. Aufzug gestartet. Ah, guck mal, da fahren wir hoch. Zurück. Wappen kann nicht identifiziert werden. Was heißt das? Verdächtige Befehlssequenz eingegeben. Menü wird zurückgesetzt. Was? Aufzugsmenü. Extraneous Instruction executed. Platform Lifting. Ach, guck mal, wir können jetzt hier hochfahren. Ah, guck mal, wir können jetzt hier hochfahren. Indem wir den Daumenstick nach oben drücken, können wir hier hochfahren. Und hier oben sieht es so aus, als wäre die, als wäre das Teil kaputt. Was sollen wir jetzt hier machen? Ah, links, rechts, links drücken. Okay. Was heißt das? Also links, rechts, links drücken. Ich denke mal, das bezieht sich da drauf, ne? Links. Rechts, links, drücken. Hat anscheinend geholfen. Zurück. Aufzugmenü, Bedienfeld freigeschaltet. Erwarte manueller Neustart. Erwarte manuellen Neustart. Wie machen wir einen manuellen Neustart? Ach du Scheiße. Okay, da muss ich jetzt bis hin. Müssen jetzt gucken, dass alle irgendwie blau sind oder was? Brauchen wir mehr Alkohol? Ach so, war irgendwie richtig. Okay. Ach, und weiter geht's. Wir haben den Aufzug repariert. Ja, ganz nette kleine Rätsel bis jetzt. Und schön anzusehen, was da draußen los ist. Junge, Junge. Habe ich mir irgendwie ein ganz anderes Setting vorgestellt. Das gefällt mir gut. Sind wir da? 9. Starten wir mal 9. Nautic Crawl. Aufzeichnung von geflohenen Arbeitern.
Flucht eines Abtrünnigen. Wisst ihr, woran mich das gerade mal richtig erinnert? I Expect You to Die, oder? Das ist doch hier... Na, da hinten kommen wir, glaube ich, nicht so richtig dran. Hier können wir was drin... Alter Schwede! Ja, aber was denn? Wo? Hier hat irgendwo was gepiepst. Das kann nur... Da. Ist das ein Hinweis? Ein Rettungsring mit einem Typen. Haben wir irgendwo einen Rettungsring, wo wir irgendwas dran machen können? Ach, guck mal hier. Das ist doch eine Wischtafel. Also, Schritt 1. Wir müssen irgendwie Strom machen. Wo, was ist das für ein Teil? Was ist das für... Ah, hier, das ist der Hebel, oder? Würde ich sagen. Ja, das ist Strom. Schritt 2. Haben wir hier irgendwie so ein Brett, was so aussieht? Hm. Wenn da die Batterie ist... Oh, guck mal, die Batterie geht leer. Ach, hier. Den nicht. Den an. Den nicht. Den an. Und ich schätze mal... Oh, das müssen wir hinkriegen, bevor das Teil leer ist, ne? Den auch an? Ja, okay. Geht die Batterie weiter leer? Scheiße, die Batterie geht weiter leer. Okay. Okay, was auch immer. Aber jetzt haben wir hier zumindest mal ein bisschen mehr Licht. Muss ich den jetzt... Batterie ist jetzt leer? Haben wir es jetzt irgendwie verkackt? Oder sagt er uns jetzt, wenn die Batterie leer ist... Dann haben wir einen Hebel. Ist das der hier, der kleine? Hoch. Und was ist das hier für ein Teil? Huh. Also er will uns, glaube ich, gerade erklären, wie man die Batterie wieder voll macht. Das Teil ist, glaube ich, das hier, ne? So. Hoch damit. Haben wir. Zweite ist aber das hier und da habe ich keine Ahnung, was es sein soll. Ach, Tatsache. Okay. Aufgeladen. Okay, jetzt müssen wir, der ist hier auf Full. Welcher ist denn das? Welcher ist das von den Jungen? Batterie geht natürlich wieder leer. Ja, sagen wir mal, das ist der hier. Full. Hochgefahren, abgeschlossen. Achtung, Motor aus. Batterie lädt nicht. Motor ist aus. Aber jetzt können wir... Jetzt geht gleich wieder aus. Ach guck mal, jetzt haben wir hier auch so eine Landkarte. Frachtraum, Aufzeichnung, Feldbuch, angebrachte Komponenten. Okay. Ist wieder ausgegangen, das heißt, wir können jetzt hier wieder kurbeln. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig war oder ob der nicht eher. Oder ob beide. Das soll uns doch auch irgendwas sagen, oder? So. Oder gibt es hier noch ein anderes, was so aussieht? Ach, guck mal hier. Können wir ausrichten, dass wir hier gerade stehen. Nee, wenn, dann müssen wir... So. Ich denke, so ist richtig. Ach, guck mal, wir können jetzt hier ein Stück fahren. Jetzt müssen wir da hinfahren. Wir sehen hier aber auch gar nichts, ne? Funkübertragung wartet. Achtung, alle Einheiten, unbefugter Zugang zu den königlichen Stallungen festgestellt. Der Flüchtling ist kein geschulter Pilot. Vernichtet alles, was kein gültiges Wappen besitzt. Das ist schlecht. Okay.
Wäre ja gut, wenn wir vorne mal die Klappen aufmachen könnten. Wie geht das denn? So. -90 Grad. Na komm, wir fahren jetzt erstmal weiter. Wie ging das nochmal? So. Pieps hier. Alter, das Piepsen macht mich wahnsinnig. Wir müssen uns an der Frequenz sehen, ob wir auf unser Ziel zufahren oder was? Ne, wir müssen jetzt genau, da ist die Pferdestellung. Guck mal, da sagt er uns, das ist das Tor. Dann fahren wir jetzt mal ein Stückchen von dem Tor weg. Und drehen uns dann mal Richtung Tor. Das ist ja genau das Symbol, was wir hier finden sollten. Guck mal. So, und dann sagt er uns, das muss ausschlagen. Das tut es. Wie kriegen wir denn jetzt hier eine Gradzahl hin? Nethbook gefunden, bereit zum Einhaken. Guck mal, jetzt ist das grün geworden. Können wir jetzt? Ne, wieder nicht. Nethbook wird geladen. Signal gefunden, bereit zum Einhaken. Verbindung, warte auf Benutzerinput. Tor öffnen. Ich mach Tor auf hier. Tor offen. Ah, jetzt können wir hier lang weiterfahren. Okay. Oh, ist da ein Abwehrturm oder sowas? So, dann können wir jetzt wieder hier mit dem Nethbook Log anzeigen. Neue Feldbucheinträge hinzugefügt. Letzte Logaufzeichnung. Diese Einheit wurde von unbefugtem Personal gestohlen. Inspektionsprotokoll vor Einsammlung geplant. Okay. Schwebekristall. Die Daten erhalten von Worker bla bla bla. Was, wenn Naughty Crawls auf dieser dichten Atmosphäre schweben könnten? Fast so, als würden sie fliegen. Der alte Mann war betrunken, als er all das sagte. Man darf das nicht glauben. Status läuft. Zurück. Okay. Also der hier hat uns jetzt Informationen gegeben, wo wir diesen Kristall finden können, offensichtlich. Wenn wir jetzt noch herausfinden, wie wir hier unseren Akku nachladen können, dann bin ich fast wunschlos glücklich. Er sagt immer, wechsle zu Treibstofftank. Wie wechseln wir denn zu einem anderen Treibstofftank? Aktion Batterie unzureichend, Verbrauch vermindern. Verbrauch vermindern, okay. Dann vermindern wir mal Verbrauch. Motorleistung 5%, Treibstoffeinspritzung 21%. Also hier müsste dann vorsichtig sein, da ist dann so ein Abwehrturm. Aber boah, das ist hier gerade echt knifflig, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß es nicht. Mal hier. Wir wieder zurücknehmen. Ah, Maschine aus. Maschine an. Batterie lädt nicht. Ah.
Ach, guck mal, da Batteriekapazität schon kaputt. Dann fahren wir die jetzt mal hier ein bisschen hoch, dass wir hier auch von der Stelle kommen. Motor ist aus. So, Motor ist an. So kommen wir weiter. Das ist gut. Wie haben wir das Teil angekriegt? So. Wir brauchen den Crystal Tower. Jetzt gucken wir uns mal um. Wo schwenkt der denn aus? Ne, eher so hier, ne? Muss man aufpassen, da ist aber ein Abwehrturm. Machen wir hier mal am rechten Rand lang. Der hat ja auch anscheinend nur einen bestimmten Radius. Sagt er denn jetzt, Motor ist aus? Wieso ist der Motor aus? Weil wir gegen die Wand, nur weil wir gegen die Wand gefahren sind? So, okay. Abwehrturm umfahren. Batterie mit Motor verbunden. Und jetzt sehe ich da links kreisen und da scheint es zu sein. Ich würde sagen, das soll jetzt erstmal reichen. Ich will euch jetzt hier auch nicht, das ist immer bei so einem Escape Room oder bei so einem Rätselspiel, da will man ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich denke, ihr seht, in welche Richtung das Spiel geht. Ich finde, das Spiel hat echt viel Charme. Also, und diese Kombination hier aus 2D, Manövrierung, Escape Room und wir steuern hier so ein Schiff, ist wirklich gut gelungen. Und haben wir hier vielleicht noch einen Tipp? Und so, genau, da sagt er einfach, such das Teil, ne? Und dann sollen wir es finden. Ja, und wie es dann weitergeht, das müsst ihr dann selbst rausfinden. Für 20 Euro finde ich so ein, ich sag mal, bis jetzt macht es wirklich den Eindruck eines gelungenen Escape Games. Finde ich nicht zu viel, finde ich in Ordnung. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Umfang zusammen, da kann ich euch bisher wenig drüber sagen. Aber vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dieses Game kennt, wie lange man hier eventuell Spielspaß dran hat. Das würde mich sehr interessieren. Und mich würde natürlich allgemein interessieren, wie findet ihr Rogue Escape? Ist das ein Spiel, was ihr top findet, was ihr für die Oculus Quest auch haben wollen würdet? Oder ist das eher nicht so euer Genre? Ich habe euch versprochen, dass ihr A Rogue Escape gewinnen könnt. Und um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniert ihr die Zockstube, ihr schreibt einen Kommentar, wie euch dieses Game gefällt und ihr liked dieses Video. Die Auslosung zu A Rogue Escape gibt es am Sonntag auf dem Discord der Zockstube. Die Adresse findet ihr auch in der Videobeschreibung. Auch nochmal die Schritte, die ihr befolgen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und auf dem Discord gibt es einen Chat Gewinnspiele, wo ich den Gewinner bekannt geben werde. Ich drücke euch auf jeden Fall die Däumchen und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Däumchen drückt. Das war mein erster Eindruck zu A Rogue Escape. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser macht? Dann schaut mal in diese Playlist, da habe ich euch verständliche und einfache Tutorials hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Außerdem empfehle ich euch mein aktuellstes Video. Wollt ihr künftig nichts mehr verpassen zu Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!